So, dann würde ich sagen, schauen wir uns einmal Kessel Wien an. Kurz dafür sorgen, dass ihr auch was seht. Das wäre sicherlich hilfreich. Kessel Wien, okay. Habe ich Ton? Das hört sich nicht so an. Wie seht ihr nichts und wie ich höre, höre ich nichts. Vermutlich muss ich einfach einmal so und so. Das sollte wahrscheinlich reichen. Jetzt hätte ich nur gerne, dass ihr auch etwas. Dankeschön. Mal gucken, Deutsch. Ich wollte gerade sagen, es ist auffällig ruhig. 9 Spielladenoptionen. Castle Wien. Timer läuft. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal rein. Keine Ahnung, was es ist. Aber thematisch Gruselwusel. Neues Spiel, neues Glück. Schwierigkeitsgrad normal. Normal ist okay, würde ich sagen. Platz A auswählen, speichern mal. Das ist okay. Das ist fein. Zwischen-Ladebildschirmbilder sehen schon mal toll aus. Irgendwie ist der Sound wieder Murks. Finden es bei mir ein bisschen. Oh. Halloween. Ah. In der Nacht von Halloween kann man die seltsamsten Abenteuer erleben. Und in so einer Halloween-Nacht geschah es, dass zwei Kindern der Zutritt ins Totenreich gelang. Dies ist die unglaubliche Geschichte von Alicia und Greg. Ein Greg! tolles Gerücht ging bei den Kindern um. Im Wald gäbe es ein Haus voll schönster Süßigkeiten. Als die Nacht hereinbrach, ging die Gruppe los. Doch Alicia und Greg verloren schnell den Anschluss, weil sie sich wie immer stritten. Schon bald tauchte das Haus auf. Ohne an die Nachtzügler zu denken, rannten die Kinder auf die Tür zu. Angelockt von Laternen und Verzierungen, hatten sie nur noch die Bonbons im Sinn. Bon, Ein bon. paar Minuten später kamen Alicia und Greg. Als sie das Haus betraten, fanden sie ihre Freunde zu Stein erstarrt. Ein schreckliches Monster, der schwarze Mann, war gerade beim letzten Kind. Und während das Monster ihm die Seele raubte, verwandelte sich der Junge in Stein. Nicht, dass es Alicia und Greg an Mut gefehlt hätte, aber der schwarze Mann war nicht allein. Hinter ihm waren noch andere, viel schrecklichere Monster zu sehen. Verfolgt vom schwarzen Mann und seiner Monsterbande rannten Alicia und Greg durchs Unterholz. Und es gelang ihnen tatsächlich, die Monster abzuschütteln. Nur leider hatten sie sich dabei verirrt. Oh no. Der Ort, an dem sie jetzt waren, war noch viel schlimmer als das Haus im Wald. Vom Regen in die Traufe. Mehrere Male. Level 1 in der Totenwelt. Ein heutiger Abend kann ein einziger Lebender des Totenreichs betreten. Das wusstet ihr nicht? Na gut, willkommen. Ich bin einer der Wächter hier. Ich weiß, was passiert ist und kann euch helfen, eure Freunde zu retten. Also ich selbst eigentlich nicht, aber ich kenne jemanden, der es könnte. Folgt mir, ich bringe euch zu Meister Jack und dann zeige ich euch, wie die Dinge hier funktionieren. Ja, Tutorialmann, show me. Okay. Holla, okay.
Okay. Fühlt sich erstmal nicht schlecht an. Ja, klar. Zuerst einmal ein Zauberkristall. Ah, ich merke schon, ihr lasst euch nicht so leicht beeindrucken. Das ist ein Rubin aus Zelda. Mit genügend Kristallen könnt ihr eure Freundin, die Hexe, an eurer Seite erscheinen lassen. So. Sorcery Diavoli Kambare, bla bla bla. Einfach, oder? Also bis dann, viel Glück. Was? Danke, ja, gerne. Also Musik ist schon mal mächtig. Ich habe einen Angriff, darf das Skelett aber nicht angreifen? Was? Moment, ja, das habe ich schon. Oh Gott. Ja, das. Ich kann es nicht überspringen. Doch, kann ich. Oh Gott. Gut, diesmal schleiche ich mich am Skelett vorbei. Wie viel brauche ich davon? Ah, da seid ihr ja. Gut. Wisset, dass man auch ganz anders zu Magie kommen kann. Also, entschuldigt mich mal kurz. Was? Gesehen? Also, ja, aber, hä? Was war das? Ah, ich nehme mal an, das ist ein Checkpoint. Okay. Also kann ich Gegner doch angreifen. Manche. Dich offensichtlich. Kann ich auf dich draufspringen? Oh, kann ich. Ui. Okay. Kriege ich mit deiner Hilfe das Skelett? Das ist wohl ein Ja. Ah, verdammt. Also ich kann es angreifen, aber wohl nicht besiegen. Uah! Aua. Okay. Kommt mir alles noch ein bisschen tricky vor. Das Skelett ignoriere ich jetzt einfach mal. Ah, und da darf ich wahrscheinlich auch nicht reinspringen. Okay. Also die Animationen sind eigentlich schon mal ganz cool. Hilfe. Oh, und was bist du? Eine Fee? Ich habe Navi gefunden. Hey, listen. Ich habe mir schon gedacht, dass du böse bist. Grüß aus Chatterino. Ich würde ja sagen, Grüße zurück, aber du hörst es wahrscheinlich nicht. Was ist das? Fernkämpferin. Ja, finde ich sehr gut. Okay, da drüben weiß ich jetzt nicht genau, wie ich da dran kommen soll. Okay, das ist ein Checkpoint, das ist gut. Okay, ein Treffer und ihr seid weg. Und anscheinend macht mein Kollege Feuerschaden und ich mache Eisschaden. Und es gibt wahrscheinlich einige Gegner, die... Wow. Mehr von dem einen Element Schaden nehmen als von dem anderen. Stirb, Skelett. Können Tote sterben?
Die Frage hatten wir, glaube ich, schon mal. Noch eine Fee. Zwei Feen! Was mache ich mit euch? Totenreich werdet ihr ganz oft solche Kürbissen begegnen. Alicia kann die blauen auslösen. Sie aktiviert die Magie der Kälte. Ah. Oh. Greg kann die roten benutzen. Sie aktiviert die Magie des Feuers. Ah ja, okay. Dann gibt es noch Kobolde und Hexen. Mit eurer Verkleidung dürfte Alicia bei den Hexen wohl kaum auffallen. Ebenso wenig Greg bei den Kobolden. Ah, zumindest für kurze Zeit. I see. Also, gehe ich jetzt nochmal zurück. Lass mich optimalerweise nicht von diesem Baum hier treffen. Der irgendwann kommen sollte. Hier. Und dann kann ich bestimmt da runter und mir das Herz holen. Da sind nämlich anscheinend Leben, so wie es aussieht. Checkpoint habe ich ja noch, also alles easy. Okay, das heißt, ich gehe runter und bams. Ah. Fancy. Okay, okay. Cooles Zeug. Gut, und weiter oben ist so ein komischer Kobold, den kann ich wahrscheinlich irgendwie mit Greg bearbeiten oder mit ihm interagieren, schätze ich mal. Ist natürlich ein bisschen hart, dass ein Treffer gleich tot ist. Oh, warte. Ah, jetzt habe ich sie schon getriggert. Au. Okay, die Feen sind quasi Treffer. Das heißt, wenn ich einen Treffer einstecken würde, verschwindet eine Fee. Verstanden. Okay, okay, okay. Was? Was? Ist das Dark Souls für Kinder? Was war das denn gerade? Alter, bitte wie? Leck mich am Arsch. Wow. Du sollst angreifen, Alter. Das ist das Tutorial-Level und ich bin gleich tot, oder was? Ich könnte unten auch nochmal runtergehen und mir das Herz holen. Ah, ich habe da so ein ganz schlechtes Gefühl. Gedreckt. Okay, also alles, wenn ich sterbe, spawnt alles wieder. Auch Dinge, die ich schon eingesammelt habe. Das ist gut zu wissen. Aber immerhin habe ich noch eine Fee, das ist gut. Nö. Ich wusste jetzt nicht mal, ob hier noch... Kommt hier noch ein Gegner?
Ja, du. Stimmt, ich habe jetzt wieder zwei Feen. Oh. Ich kann mich nicht verwandeln. Na gut. Mhm. Mhm. Okay. Sehr gut. Ich kann da anscheinend nur mit Greg drüber, habe ich das Gefühl. Und da kann ich... Alter, nein. Scheiße. Wir haben ein Problem. Jetzt haben wir zwei, aber ich brauche noch ein paar von euch. Ja, genau. Oh, gimme. Gimme Stuff. Versuche jetzt einfach mal zu hoffen, dass wir nicht weiter zurück müssen. Zwei Feen ist schon mal gut. So, zwei Skelette weniger. Ich finde es cool, dass der Baum knurrt. Es verleiht ihm Authentizität. Ich kann mich einmal verwandeln, das ist gut. Ach, ich kann nur zwei Feen mitnehmen. Was? Ich ignoriere euch einfach. Geht jetzt rechts. Man hat den Schatten... Das letzte Mal hat man keinen Schatten gesehen. Man hat das letzte Mal keinen Schatten gesehen. Da bin ich mir sicher. Hoffe ich. Wenn doch, fühle ich mich nämlich schlecht. Ah, okay. Checkpoint. Doch, hat man echt... Ah, oh, okay. Schade. Ich hatte mir Hoffnung gemacht, dass ich mich nicht vertan hätte. Nein, 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 nein! Stirb, Hexe! Ah, okay. Ist alles eingefroren? Fast alles. Hui, nein! Hier kann ich aber auch die Kamera nicht steuern. Ah, ich hasse sowas. Nee, geht absolut nicht. Das war leider daneben. Game over. Neu starten. Sind Sie sicher? Ja. Oh oh. Es könnte eventuell ein bisschen dauern. Zauberkristall. Ja, das haben wir schon gesehen. Freu dich, schöner Götterfunken. Oh, Junge.
Bitte überspringen, bitte ruhig. Ich hab's gesehen, geh weg. Kusch, pfui, ja, mhm, bah, weg. Wieso kann ich keine Sounds einlösen? Weil Sounds aus welchen Gründen auch immer nicht funktionieren momentan. Das ist ein bisschen schade, aber das kann ich, weiß dir auch leider nicht warum. Wir hatten welche, dann hat Nanaki sie deaktiviert und nachdem sie deaktiviert waren, waren sie weg. Und wir wissen nicht, wo sie hin sind. Das ist ein wenig seltsam. Also es ist ein wenig sehr seltsam, um genau zu sein, aber sie sind halt einfach weg. Und keiner von uns kann sie finden. Und nein, das ist kein normales Verhalten für Channel-Belohnungen. Stirb, Hexe. So, dich nehmen wir direkt mit. Ich müsste für die Sounds wahrscheinlich einfach nochmal eine andere Möglichkeit machen, außer Channel-Belohnungen. Da gibt es ja die ein oder anderen. Kann ich vielleicht einfach auch wieder direkt über den Bot machen. Dann spielt der Bot einfach die Sounds ab und dann passt das. Dü-lü-lü. Speedo-Skelett. Und ja, das haben wir auch schon gesehen. Ruhe jetzt. Ruhe jetzt. So, Schatten. Die Steine haben aber ganz schöne Wucht hinter sich, das muss man schon sagen. Und jetzt versuchen wir mal weniger zu sterben. Ich finde, das klingt gut. Moment, das ist ein Problem. Wie soll ich denn da jetzt rüber? Ich kann mich nicht verwandeln. Hallo? Kommt man da so rüber? Das kommt mir sehr knapp vor. Ich meine, ich habe nicht genügend Kristalle. Ich komme da nicht durch. Jetzt komme ich da durch, aber... Sehr kurios. So, ich versuche nicht nochmal das Herz einzusammeln, aber die paar Kristalle hier nehme ich auf jeden Fall mit. Komm jetzt hier. Die Kamera ist schon ein bisschen nervig. Ich sehe nichts. Kamera, please. Ich glaube, ich muss nichts sehen, wenn ich gleich in Gegner laufe. Dann setzt es was. Wie komme ich hier hoch? Gar nicht, okay. Okay, einen habe ich. Würdest du bitte? Und damit ist jetzt, denke ich mal, das Level geschafft. Anscheinend. Oh boy. Das kann was werden. Uiuiuiui.
Und wie Sie sehen, sehen Sie kaum etwas. Weg mit dir. Da runterzufallen, da bin ich jetzt auch nicht so scharf drauf. Wie viel geben die? 10, okay. Ja, Fee, gerne. Wie und wo komme ich runter? So zum Beispiel. Okay, ich komme nicht da. Oh mein Gott. Das wird auch. Das wirkt ein bisschen kritisch bitter, das Spiel. Wie komme ich denn hier runter? Komme ich hier runter? Wenn ich halt die Kamera irgendwie drehen könnte und sehe, was da unten so los ist. Aber anscheinend kann ich da unten auf den Felsen drauf. Vermutlich. Die Kamera bringt mich gefühlt um gerade. Ah, okay. Ich glaube, die ganzen anderen Hexen kann ich einfach ignorieren. Vermute ich. Wir geben ja, soweit ich weiß, nicht wirklich was. Oh Gott, Kamera! Es klingt so, als ob hier Felsen runterrollen. Die Dinger hier in der Mitte würden meine Theorie bestätigen, dass ich quasi mich in den Seiten verstecken kann, wenn ein Fels kommt. Aber anscheinend auch nicht. Das ist ja auch egal. Komm, da seid ihr endlich. Ich muss noch etwas Wichtiges sagen. Also, niemand weiß, warum der schwarze Mann Seelen sammelt. Aber er soll mit einem Wissenschaftler arbeiten. Einem Menschen, wie ihr es seid. Wenn ihr die Seelen zurückbringt, sind sie in Maschinen wie dieser hier gefangen. Jede Maschine ist von Satelliten umgeben. Diese Satelliten muss man zerstören, um die Seelen zu befreien. Ich habe keine Ahnung, in welchen Maschinen die Seelen eurer Freunde sind, aber wenn ihr alle zerstört, könnt ihr nicht daneben liegen. Das macht Sinn. Pass auf, die Maschinen sind gut bewacht und es gibt schon eine ganze Menge auf dieser Welt. Habt ihr die Maschine zerstört, geht durch die Tür auf der anderen Seite und weiter geradeaus. Nach einer großen Brücke kommt ihr zu dem Ort, an dem Meister Jack eingesperrt ist. Also bis dahin und viel Glück. Okay, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel allzu lange dauert, muss ich gestehen. Dämon, meinst du, kannst gerade mal nachschauen, wie lange man für das Spiel braucht? Das müsste ja bei How Long to Beat zu finden sein. Okay, es gibt keinen Fallschaden, das finde ich sehr gut. So, damit haben wir das erste wohl befreit. Wir kriegen eine Seele. Great success.
Lauf, Skelett, lauf! Holla, hey. Das war knapp. Das ist hier alles Schmutz. Leben, ja. Gimme. Ich habe das Gefühl, wenn das Ding auf mich drauf fällt, tut es weh. Habe ich so im Urin. Okay, ein Checkpoint. Diese Kamera. Okay. Ja, wir haben einen wahrscheinlich bösen Geist, der hier durch die Gegend fliegt. Ganz toll. Oh, und Eismagie. Oh, ich glaube, das ist gut. Wird der ganze See eingefroren? Nur ein Teil. Okay, das ist okay, das reicht mir. Nein! Okay, ich muss versuchen zu lernen, wenn ich rutsche, nicht springen, weil ich habe das Gefühl, ich kann, wenn ich einmal gesprungen bin, meine Richtung nicht mehr ändern. Was realistisch ist, aber ich spiele hier kein realistisches Spiel. Google zeigt nichts, passt das an wegen der Spieldauer. Ja, okay. Oh, Hilfe. Dann lassen wir uns mal überraschen. Okay, was? Ernsthaft? Okay. Ich darf also mit Greg nicht das Eis berühren, das Alicia gemacht hat. Komme ich da hinten denn eventuell einfach so weiter? Das war knapp. Ach komm. Darf ich mal gerade gucken, ob ich was zu Gasoline finde? Einfach aus Jux. Gasoline, mal gucken, ob es wirklich was gibt. Spells and Spirits, genau das ist das, ja. Okay. 7 Stunden. Oh. 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 Okay. Könnte interessant werden. Liegt wahrscheinlich daran, weil es nur in Europa Castlevania heißt und in den anderen Ländern irgendwie Spells and Spirits oder so ähnlich. Naja. Das war knapp. Ach, der schmilzt das Ding da hinten. Okay, alles klar. Warten wir mal auf Mr. Ghosty Face da vorne. Und dann laufen wir.
Okay, ich war mir sicher, dass ich sterbe, wenn ich auf das Ding drauf springe. Stirb! Und damit gleiten wir den Fluss Dyx hinunter Richtung Kapelle der Finsternis. Oder so. Welcher Website guckst du das nach? Die nennt sich How Long to Beat. Also, wie lange brauchst du, um durchzuspielen? Ich bete. Warte mal, ich schick dir mal gerade den Link, falls du es nicht schon gefunden hast. Hallo? Hier. Da gucke ich das nach. Oi, oi. Jo, gerne. Versuchen wir den ganzen Spaß nochmal. Sehr gut. Ich bin so froh, dass ich auf den Geist draufspringen kann, wie auf den Goomba. Okay, du bist weg. Lass uns schwimmen. Okay, anscheinend muss ich da hinten allerdings tatsächlich nicht in die Kapelle, sondern ich muss gucken, dass ich danach möglichst schnell wieder auf meinen Floß komme. Gut zu wissen. Komm jetzt hier, das kann doch nicht sein. Der ist auf jeden Fall schon mal weg, das ist gut. Du bist weg. Und dann versuchen wir das einfach noch einmal. Weil es so schön war. Ich muss sagen, also von dem Zurücksitzen her, das erinnert mich tatsächlich auch an Dark Souls. Irgendwie erinnern mich alle Spiele, die ich spontan ein bisschen schwierig finde, an Dark Souls, habe ich gemerkt. Okay. Du rammst das Ding und dann bricht es ein und ich muss mich beeilen. Meint das. Das. Okay. Nicht lange überlegen. Weiter. Und jetzt spielen wir Frogger. Was zum... Oh, Gott sei Dank, ein Checkpoint. Oh, Gott sei Dank, ein Checkpoint.
Okay. Oh ja. Das ist gut. Das gefällt mir. Dark Souls ist ja auch wie ein Kai zum Spiel. Ja, in gewisser Weise. Aber ein Kaiserspiel von Erstentwicklern. Also kein ROM-Hack von irgendwem. Offizielles Kaiser. Holla, bin ich nicht gerade ins Wasser gefallen? Ich will nicht darüber reden. Ich muss sagen, es leckt aber schon ganz schön gewaltig an manchen Stellen, das Spiel. Meine Güte. Oh, Gottes Willen, ja. So wie gerade hier zum Beispiel. Okay. Was? Ey Gott, ich hab gedacht, das wäre ein Schatten von einer Brücke, keine Grube. Boah, Leute. Euer Ernst? Ich laufe auch noch schnurstracks rein. Heiliger. Ist schon bitter. Kann Super Mario Galaxy 63 auf meiner Wii installieren? Was ist Super Mario 63? Klär mich auf. Ist das irgendein ROM-Hack von Super Mario Galaxy? Also wahrscheinlich ist es das, wenn wir gerade davon reden, aber ich habe tatsächlich noch nicht davon gehört. Ha. Oh ja. Gott sei Dank. Oh, eine Fee. Fee finde ich okay. Die Kamera finde ich gar nicht okay. Really? Das ist einer der neuesten Hacks für Galaxy 2, glaube ich. Oh. Wie viele Hacks für Galaxy gibt es eigentlich? Ich habe halt, was die Modding-Szene von der Wii angeht, habe ich halt überhaupt keinen Überblick. Da! Ah. Okay, wir sind... Fall ich hier unten irgendwo runter? Nein, okay. Wir sind tief gefallen, jetzt müssen wir hochsteigen. Kannst kaum erwarten, von einem Felsenblatt gerollt zu werden. Hallo, Stadt der Toten. Ich schwöre bei Gott, diese Kamera, ne? Okay, never mind. Ich habe gedacht, ich müsste niesen. Kennen wir es ja nur, Track 6 und den Galaxy 365. Ja, okay. Hätte ja sein können, dass du da irgendwie tiefer in der Szene drin hängst und mich jetzt voll belehren könntest. Was gerade so in der Kaizo-Szene oder Modding-Szene für die Wii abgeht. Man muss ein bisschen mitrechnen, wenn du schon anfängst. Ja, hier Mario 63, ne, auf der Wii, ne, installiere ich mir jetzt, ne. Hier weißt du Bescheid, ne. Und dann denke ich mir auch so, was? Scheiße. Ich wusste nicht, wo lang. Wow.
Weg mit dir. Okay. Hey. Hier war gerade eben eins, das ist weggelaufen. Wo ist es hin? Es ist weg. Und wir sind wieder allein. Ha. Leben! Schwing, 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 dein Ding! Sterben wir? Ja, wir sterben. Cool. Wie genau soll ich da bitte drin sehen können? Wer kann mir das erklären? Oh, da muss ich nicht mal für hochgeschleudert werden. Okay, also oben das Lebensding hole ich mir auf jeden Fall nochmal. Damit ich nicht schon wieder Game Over gehe. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und ja, ich weiß, ich habe es nicht gekriegt. Ich bin runtergefallen. Ich hole es mir einfach nochmal. So. Die größte Frage ist jetzt eigentlich eher. Hier ist so ein Licht. Ah, ich kann es mitnehmen. Okay, das hilft mir natürlich eher. Immerhin ist klar ersichtlich, wo die Dinger rollen. Eine neuesten Hexfigur ist die 2. Ich habe gerade mal geguckt, es gibt noch. Was? Es gibt noch Super Mario Galaxy Neo sowie The Green Stars. Dann glaube ich noch Gravity, oder wie das heißt. Gravity habe ich sogar tatsächlich mal gehört, wenn mich nicht alles täuscht. Aber glaube ich halt auch nur. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mal mehr. So, nein! Sicher. Du, ihr Dreckskackviecher. Die ich sehr hasse. Ist aber kein Resident Evil. Das. Doch, das ist Resident Evil. Ich habe es nur schon einmal durchgespielt und spiele gerade in einem Kostüm. Das ist quasi New Game Plus Plus Plus. Also keine Sorge. Ich weiß schon, was ich tue. Das ist auf jeden Fall Resident Evil. Und wir kämpfen jetzt gegen Zombies mit Flügeln. Also alles ganz normal. Siehst du nicht, das hier ist eindeutig ein Tyrann? Und ja. Tollpatschige Tyrannen. Ja gut, habe ich viel verpasst? Offensichtlich, dass ich das erste Spiel komplett durchgespielt habe und jetzt im New Game Plus bin, weil mir das Spiel so viel Spaß gemacht hat, dass ich mir dachte, ja, weiter, mehr. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Ja, korrekt. Also ein wenig muss ich noch, dann bin ich für heute durch. Aber wenn ich mir halt gerade überlege, ich bin halt gerade bei Resident Evil dran, wie du siehst. Und das macht halt richtig viel Bock. Und das will ich unbedingt weiterspielen und ja. Dinge. Und so. Es ist Resident Castlevania. Wie Dämon so schön sagte. Wo? Was? Kamera. What? Why? Why you do this?
Also wie ihr schon seht, Kamera ist grundlegend on point und ich bin on tot. Encore. Einer weniger. Noch einer weniger. Wie komme ich denn da hoch? Ah, wahrscheinlich so. Epischer Hit. So, und nächste Seele befreit. Easy. Und jetzt? Interessantes Charakterdesign, interessantes Spiel vor allen Dingen. Es ist ein bisschen wie Crash Bandicoot tatsächlich. Du hast relativ viele Schlauchlevel. Wenn du einmal getroffen bist, bist du tot und kommst zurück an den Checkpoint. Und ja, das war es dann eigentlich auch irgendwie. Und du kannst den Charakter wechseln. Ach, hier geht's weiter. Und du kannst den Charakter noch wechseln. Es gibt einmal dieses Teufelchen, das wir gerade spielen, und noch eine Magierin, die ihren Hut werfen kann. Und es gibt Rubine aus Zelda. Und Legs. Legs gibt's gratis auch noch dazu. Richtig nett von denen. Und Gegner, die nichts tun. Auch ganz nett. Aber es sind wenigstens Naruto-Run-Ninjas, mehr oder weniger. Schlauchlevel? Schlauchlevel. Das, was du gerade siehst. Ich fange vorne an, laufe nach hinten durch. Ohne groß eine Möglichkeit zu haben, mich umzugucken. Heißt halt ein Schlauch, durch den man läuft. Aber die Musik ist eigentlich gar nicht schlecht. Die ist stimmig. Das muss ich schon sagen. Uiuiui, das war knapp. Alex, mein Stream hängt gut 30 Sekunden hinterher. Ich dachte jetzt eigentlich mehr, dass halt wirklich mein Spiel gelegentlich einfach stottert. Manche Spiele dotern, mein Spiel stottert. Hihi. Ah ja, und es gibt diese Feen. Und diese Feen, wenn ich an die kommen würde, verdammt, lass mich einen weiteren Treffer aushalten. So, Schlauch kann einen auf den ganz schönen schlauchen. Ich finde es schön, dass du verstanden hast, worum es geht und was ihr essentiell wichtig ist. Mehr Freiheit. Und das ist ein Checkpoint. Checkpoint. Stotert. Ja, oh Gott. Es liest sich schlimmer, als es sich spricht, wenn man weiß, wie man es ausspricht. Aber ich stimme zu. Ruckel, Zuckel, Spielgefuckel. Wow! Der Boden verschwindet. Was? Oh, und ich spring runter, ich Idiot. Okay, das war mein Fehler. Sagt er und macht es gleich noch einmal. Meine Güte. Wo ist der Fels? Wo ist der Fels? Da ist der Fels. Und das stört mich ein bisschen. Das hat mich auch bei Dark Souls schon gestört. Dass man immer so hart zurückgesetzt wird. Fördert nicht meinen Spielspaß. Eher mein Spielmaß.
Na komm. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Du bist weg. Du bist Geschichte. Jetzt warte ich natürlich noch, dass der komische Imp hier hinkommt, damit ich ihn weghauen kann. Zack, bumm. Weg mit dir. Okay. Und hier ist scheint keiner. Doch, da ist einer. Oh Gott, das war knapp. Und da hat sich mir Tür und Tor geöffnet. Stichwort für Nanaki. Ja, ja, ist halt echt so. Ich hatte mich eben schon wieder. Ich würde ja sagen, ich hatte mich eben schon wieder mit ihm in den Haaren. Ich habe nur keine Haare. Ja! Nett. Wie ich sowas liebe. Nicht. So, ist aber auch egal, ich bin durch. Nächster Schritt. Huah! Wow! Nö, vergiss es. Jesus. Alter. Hilfe. Oh Gott, Checkpoint. Das habe ich kommen sehen. Was seid ihr denn? Was? Was? Kann man da nicht draufstehen? Die sehen doch eindeutig so aus, als ob man sich da draufstellen kann. Wie soll ich denn da sonst rüberkommen? Was machen die denn, wenn die wütend sind? Vielleicht sollte ich aufhören, es zu probieren. Und mir überlegen, wie ich da sonst rüberkomme. Weil wenn ich einmal alle Leben verloren habe, kann ich das ganze Level von vorne anfangen. Vielleicht. Ich meine, die Dinger da oben drauf sind blau. Vielleicht kann ich da wirklich nur als Magierin draufstehen. Farbkodierung. Mal gucken, ob die Spinne aggressiv wird, wenn sie mich sieht. Wird sie nicht? Ah. Zielen müsste ich jetzt natürlich noch können. Aber abseits davon sieht es eigentlich richtig aus. Man muss auch treffen können. Ja, ja, wie gesagt. Ja. Okay, also die Spinnen hassen Teufel. Gut zu wissen. Und nein, die Dinger da unten hole ich jetzt nicht. Okay, da komme ich nicht rein. Woher weißt du, dass sie Teufel hassen? Weil ich als Teufelchen auf sie draufgesprungen bin und gestorben bin. Deswegen würde ich sie sagen, sie hassen Teufel. Außerdem haben sie versucht, mich anzugreifen, als sie mich gesehen haben, als ich der Teufel war. Oder Imp oder was auch immer. Von daher würde ich jetzt einfach mal vermuten, daran könnte es liegen. Aha. Tür auf, Klappe zu. Oder so ähnlich. Du.
Kommt der kleine Mats wieder oder ist das jetzt ein Boss? Nein, ich speichere einfach. Das hat dir der Teufel gesagt? Das habe ich einfach gesehen. Ich achte einfach auf das, was ich tue. Gelegentlich. Wow, du Beyblade, geh weg. Okay, ich kann wirklich partout nirgends hin. Neun, neun, neun Kristalle. Habe ich Maximum? Keine Ahnung. Wow. Komm ich da rüber? Das sieht ein bisschen weit aus. Oh, das hat tatsächlich geklappt. Ich tausche mal lieber. Ich glaube nämlich, dass ich... Weiß gar nicht, ob ich da durchkomme. Wenn ich die Ice Lady bin. Hier hoch, okay. Puh! Gerade noch so realisiert, dass der Boden wegfällt, aber da war es leider schon zu spät. Ich bin gesprungen, ich schwör's. Ey, das ist doch jetzt ein Witz. Einer weniger, noch einer weniger, noch einer weniger. Okay. Hoi, stressiges Spielchen. Oh Gott, nein! Ich hasse Eis. Spring! Ach Gott! Na gut. Wenigstens muss ich nicht ganz so weit zurück. Ich habe gerade schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Alter. Not a fan so far. Guck mal, ob ich damit durchkomme. Ich komme durch. So. Ja.
Dich habe ich auch nicht vergessen. Und Eis. Okay, Checkpoint. Meine Güte, geh doch. Was bist du? Ganz im Ernst, was bist du? Oh, Jack erwachte ziemlich missmutig. Die Pforten des Totenreichs waren geöffnet, aber nicht wieder geschlossen worden. Jack vermutete, dass der schwarze Mann nur auf eine solche Chance wartete, um schreckliche Monster hineinzulassen und noch mächtiger zu werden. Die Türen mussten schnell wieder geschlossen werden, doch das konnten nur die Kinder. Und Jack hatte recht. Der schwarze Mann hatte gemerkt, dass die Pforten des Totenreichs offen standen und rief bereits seine Verbündeten herbei. Mit Hilfe der Hexen wollte er das Totenreich mit Kälte und Eis überziehen. Tja, und anscheinend hat er das geschafft, so wie es aussieht. Also, ich finde, das ist ein cooles Level. Und das Coolste daran ist, es ist keine Eisphysik, sondern einfach normal. Oh, warte, das ist... Das ist das erste Level, das wir gespielt haben. Oh! Nur jetzt halt cooler. Aber Vorsicht, it's cool, man. Hui. Okay, hier brauchen wir Feuerboy. Cutscene. Befolgen Sie die Instruktionen, wenn Sie Ihre neuen Kräfte einsetzen wollen. Was? Supersprung, 2 Sekunden lang rückhalten, losrennen und dann zum Sprung X. Was? Ah, das sind aber mehr als 2 Sekunden, Kollege. Really? Kann ich das nicht irgendwie mit Feuer angreifen? Nein, ich brauche natürlich Fräulein Eis. Auch neue Fähigkeit? Ja. Verschwinden. X für 2 Sekunden rückschalten und dann A drücken. Mhm. Was höre ich da im Hintergrund? Klingt nach Liebe. Well. Gehst du zu? Anscheinend nicht. Excuse me? Was? Ja, das haben wir gesehen, das ist okay. Okay, gedrückt halten, immer noch. Gut. Haben wir. Ach, Leute. Ja.
Ach, Nahkämpfer sind einfach zu nah. Das sieht wenigstens lustig aus. Moin. Okay. So kommen wir drüber. Stirbt Skelette! Oder sterbt Skelette. Sollte soweit möglich sein. Die könnte ich mir holen, ich könnte es aber auch einfach sein lassen. Ah, oh, gut zu wissen, dass da Steine runterfallen. Ist hier noch eine? Ja, da ist noch ein Checkpoint. Mhm. Ist der Baum auch noch da? Der Baum ist noch da. Easy. Ich habe hier irgendwas fallen gehört. Dich? Ernsthaft? Oh Gott. Das sieht so aus, als würde ich hier wieder wechseln. Okay. Ich habe das Ding beim besten Willen nicht gesehen. Ja, ist okay. Wow, wo kommt der denn her? Der war eben nicht da. Glaube ich. Ich habe schon wieder befürchtet, dass ich wieder zu schnell wäre. Oder sagen wir zu ungeduldig. Okay. Geht. So, was bist du für ein Dude? Excuse me? Muss ich ihn mit Eisschaden machen? Kann ich da drin mit Eis überhaupt überleben, ist die Frage. Das sah mir nämlich verdächtig rot aus. Gucken wir mal. Verbrenne ich hier drin? Ja. Tatsächlich. Wow, okay. Ich kann das Level gleich neu machen. Okay, das passt. So, versuchen wir das Ganze nochmal. Drecksding, du. Wo kommt der denn her? Ach, Alter, das kann nicht euer Ernst sein. Wo kommt der denn her auf einmal her? Oh Gott. Was für ein Spiel.
Und weil es so lustig war, noch einmal von vorn. Nein! Fängt ja schon gut an. Ich sterbe schon fast. Mal weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Kuscht euch. So, mal gucken, ob ich die neuen Fähigkeiten noch habe. Habe ich. Du weg, du weg, du weg. Durek. Fast in die Stacheln gelaufen. Oh, ein Leben dazu. Sehr gut. Hier war, glaube ich, irgendwo ein Skelett. Wenn mich hier alles täuscht. Da drüben rennt was. Zwei sogar. Nein, drei sogar. Da hinten ist noch ein weiteres. Katschong. Okay, läuft auf jeden Fall besser als das letzte Mal. Nachdem wir ja wissen, was jetzt uns erwartet, sollte auch das Level kein, zumindest bis da hinten, wo wir es nicht mehr wissen, kein großes Problem sein. Wir haben es ja schon ein paar Mal gemacht. Leider. Hältst du? Da kommt es. Wechseln, bevor ich reingehe, ansonsten verbrenne ich ja. Wir wissen's. Okay, der ist weg. Müssen wir den eigentlich besiegen oder können wir theoretisch einfach weitergehen? Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren. Da das Eis ist, werden wir wahrscheinlich mit dem Kollegen nicht da drauf können, sondern brauchen Madame. Und da hier sowieso alles weg ist, ist es mir auch egal. Ich gehe einfach weiter. F you all. Herzchen. Skelett Beyblades wieder on Tour. Nein! Okay, das funktioniert nicht. Ich muss sie tatsächlich angreifen. Zumindest zwei von den dreien. Komme ich dran? Ich komme dran. Ich dachte sogar, ich müsste mich dafür klein machen. Aber anscheinend nicht. Holla, die Waldfee. Nee, das ist kein großer. Die sind einfach nur weit oben. Nevermind. Tschüss. Und Tor auf. Rein da. Das können wir ja theoretisch auch schon. Die Frage, wie sehr sich die Winterversion von der normalen Version unterscheidet, die wir eben schon gesehen haben. Bis jetzt auf jeden Fall schon mal mehr Skelette.
deutlich. Oh, warte. Eis ist ja böse für Monsieur Teufel. Das lief nicht so gut. Wow, greif doch an, Mensch. So, wie? Ach, warte, hier rechts kann man ja auch, genau. Und ich wusste, es hier ist... Oh Gott. Hier rollen Dinge runter. Ich wusste es doch. Sieht so aus, als will ich nicht da unten in dieses grüne Zeug rein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hihihihi. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Du da, du da. Hab nichts verpasst, oder? Ich bin bis jetzt auf jeden Fall keine peinlichen Tode gestorben, nein. Wir kommen langsam aber sicher weiter voran. Hey! Okay. Prinzip verstanden. Okay, wir müssen jetzt den Boss bekämpfen. Prinzip ist relativ einfach tatsächlich. An den Seiten hier erscheinen die Kürbisse, die wir jeweils mit dem Teufelchen oder der Hexe aktivieren müssen. Dann erscheint unten ein weiterer Kürbis, den wir nochmal aktivieren müssen. Dann kriegt der Kollege Schaden. Und das müssen wir vermutlich dreimal machen, wenn ich jetzt raten müsste. Wir haben es jetzt einmal geschafft. Das war der dritte. Dann müsste jetzt hier eigentlich, genau, der erscheinen. Plopp. Und er kriegt Aua. So, und jetzt erscheinen wieder welche. Zwei links, einer rechts. Alles klar. Nerven zerfetzen, muss ich schon sagen. Dann aktivieren wir nämlich den hier. Laufen zurück. Machen einmal. Pup, und der so. Au, 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 au. Ich gehe lieber weg. Wenn ich jetzt raten müsste, können wir ihm folgen. Ich weiß, eine wilde Vermutung, aber ich habe gedacht, ich werfe das einfach mal so. Da raus. Und speichern. Sehr gut. Wir kommen voran. Langsam aber sicher. Und jetzt sind wir irgendwo. Sind wir jetzt an seiner Hütte angekommen? Okay, also ich muss sagen, das ist eigentlich schon ganz cool.
Undurchdringbar. Okay, hab's verstanden. Das war doof. Jetzt habe ich ein paar Zauberkristalle verschwendet. Plötzlich Skelett. Okay. Ich muss einfach laufen, hab's verstanden. Nein! Oh. Was bist du? Hallo? Was? Kürbis? Hola. Kürbis. Das ist echt der Familienhaus. Es gibt Familienbilder. Was zum Geier? Okay. Jetzt muss ich wahrscheinlich nach ganz unten und unten die Fackel anmachen, oder? Also ich muss auf jeden Fall genügend Fackeln anmachen. Kann ich hier was machen? Nö. Das ist schon mal gut. Ah, okay. Jetzt habe ich 3. Und das ist jetzt die Frage, reicht das jetzt, um oben reinzukommen? Tür, ja! Yikes! Also die Viecher sind mit Abstand ein paar der besten Gegner, die ich je irgendwo gesehen habe in irgendeinem Spiel. Liegen einfach rum und fallen auf dich drauf. Und das macht Schaden. Bestes. Das ist Perfektion. Ah ja, und hier... Mario Slide mit scheiß Kamera. Ah! Oh Gott, Eis. Geil! Kamera, was tust du? Ey, es kann nicht. Oh, warte, war da noch einer? Ja, habe ich doch richtig gesehen. Aber die Kamera ist echt ein starkes Stück. Alter Falter. Das habe ich jetzt aber auch schon einige Male gesagt. Yeah.
Alter! Steuerung! Herrgott! Da kann ich ja wahrscheinlich nicht rein. Nein, kann ich nicht. Gott, was ist das für ein Haus? Mein Gott! Und wir haben 4 Zauberkristalle freigeschaltet. Ernsthaft? Das alles. Ich fall runter. Nein, doch nicht. Ah, okay. Doch mehr. Ich wollte gerade schon sagen, das hätte sich ansonsten hart gar nicht gelohnt. Und Level 10, die Galerie. Da hinten ist eine Fee, das ist schon mal gut. Feen kann man immer gebrauchen. Wohin drehst du dich? Nein! Oh, da war... Ach, scheiße. Da war ein Loch. Das habe ich gar nicht gesehen. Drisselmissel. Weil... Das lief ja gut. Komm schon, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht so schwierig, auf ein paar Balken zu landen. Vor allen Dingen, wenn die Steuerung soweit halt eigentlich richtig scheiße ist, weil sie nicht dann springt, wenn ich es will. Ich bin durch den Boden gefallen. Cool. Warte mal, sehe ich das richtig? Ich kann da hinten einfach durch. Ich kann die einfach alle ignorieren. Viel Spaß. Dachte ich? Hallo? Oh Gott. Ich wollte gerade schon sagen, was zum Geier ist da gerade los? Okay, da hätte ich runtergemusst. Da hätte ich muss jetzt. Wahrscheinlich runter! Oh Gott! Gegner! Muss ich warten, bis mein Bus wiederkommt. Mensch, die Stühle fliegen heute aber wieder tief. Mhm. Wie unser Humor. Auch recht tief. Nicht gründig, aber tief, denn er sinkt. Von Leid und Schmerz, kein Scherz.
Ja, das dachte ich mir, dass du der nächste Kollege ist. Oh Gott, ich habe jetzt gerade einen ernst gedacht, die wäre schon wieder runtergefallen. Ey, dann hätte ich mich aber nicht gefreut. Das ist noch sehr freundlich ausgedrückt. So. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe, muss ich gestehen. Jetzt müssen wir da hinten nachher durch das Loch wahrscheinlich, um weiterzukommen. Genau. Nein, wir fallen einfach runter. So, und wenn ihr wissen wollt, wohin mit mir, dann ist das eine gute Frage. Ich weiß es nämlich auch nicht. Hey! Okay. Dann fliegst du halt ohne mich, das ist okay. Dies ist fein. Numero uno. Jetzt warten wir wieder auf den Tisch. Na, Tisch, alles frisch? Gut, dass ich die Feen hatte, ey. Wenn ich jetzt schon wieder gestorben wäre, wäre ich hier nicht glücklich gewesen. Aber dann ist halt trotzdem noch die Frage, wo müssen wir dann als nächstes hin, wenn wir die Seele befreit haben? Okay. Soweit, so gut. Jetzt haben wir dich. Was nun? Der eine Tisch fliegt noch durch die Gegend. Oh, warte mal. Müssen wir nach hier? Ah, oh, wow, wow, wow. Okay, Checkpoint. Gutes Zeug. Das muss man natürlich auch erstmal sehen. Ah, ah, ah. Hallo, Spoda. Gut. Dreckiges Spoda. Scheiße.
Ah gut, 3 Leben habe ich. Ja, ist. Dies ist okay. Dies ist fein. Should be fine. I hoffe. Du kommst weg. Okay, okay, okay. Ist aber alles relativ egal, wenn die Spinne mich wieder fallen lässt. Bling, 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 bling. Oh, schön, noch eine. Okay. Sehr gut. Was? Oh ja, Eis. Mm, oh. Heiliger. Das ist echt nicht leicht. Ja, letzter Versuch, ne? Danach machen wir das alles nochmal von vorne. Ich hasse diese... Ich bin nicht glücklich. Soweit, so gut. Okay, das ist gut. Ich muss da wohl runter, schade. Aber immerhin weiß ich jetzt, es ist Eis, nicht bremsen. Laufen. Einfach machen. Okay, Checkpoint. Was auch nicht so viel hilft, da wir keine Leben mehr haben. Alter! Okay, Schatten böse. Yo, Wax und Raiders, einen schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream bei dem... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einen schönen Stream bei ihm. Nein! Warte, lebe ich noch? Nein, ich wollte gerade schon sagen. Was habt ihr gespielt? Wie weit seid ihr gekommen? Wir spielen gerade Castlevania, was... Ich weiß nicht, denke ich mal, so eine Art Crash Bandicoot sein könnte. Mit Halloween-Theme. Okay, gut. Okay, gut. Puh. Oh. Viel geschafft. Okay, das ist sehr gut. Ist es immer noch zu laut? Es ist immer noch zu laut, ja. Ach, richtig, Golfkrieg hat es ja gesagt. Weg jetzt nicht. Golfkrieg. Danke, Dämon. Golfkrieg und... So, nach langer Zeit lasse ich auch mal wieder einen Sub da kleiner als 3. Guter Mann. Ah, scheiße. Golfkrieg und danach Tiny Toons Adventure. Weg jetzt nicht. Passt wunderbar aufeinander. Ja, schön, dein Spiel endet in Harry Potter. Tatsächlich. Und vielen Dank, Evi, für dein Follow. Das erinnert tatsächlich ein bisschen an Harry Potter. Also zumindest von der Optik. Spielerisch, wie gesagt, ist es eher tatsächlich Crash Bandicoot. Also es hat so seine... Es hat so seine... Tücken.
wollte halt gucken, dass ich im Oktober nach Möglichkeit irgendwelche Spiele nehme, die irgendwas mit Horror zu tun haben oder zumindest optisch in die Richtung gehen. Und da der GameCube nicht viele solcher Spiele hat, gehört halt auch dieses Spiel dazu. Was zum... Geier. Und deswegen spielen wir Castlevania. Wann war Scooby-Doo fertig? Scooby-Doo war heute fertig nach ungefähr 10 Stunden, 26 Minuten und 34 Sekunden, glaube ich. Ja, gar nicht bewusst, dass ich noch kein Follow hier hatte. Siehst du mal, gut, dass dich Wax nochmal dran erinnert hat. Ansonsten wäre dir das ja nie aufgefallen und... Ich meine, ich kenne dich zwar nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du relativ schwierig... Du wärst jetzt wahrscheinlich relativ schwierig damit, in Zukunft noch damit zu leben, wenn du... Scheiße. Wüsstest, dass du bei Gerrit noch kein Follow dagelassen hast. Meine Güte. Sieht ganz gut aus. Das Spiel an sich ist auch nicht schlecht. Was mich halt wirklich stört, ist das, was mich auch bei Dark Souls tatsächlich gestört hat. Dass man, wenn man stirbt... mal mehr, mal weniger weit zurückgesetzt wird. Und das ist mal okay, aber ich find's halt nervig. Ich glaube, ich bin so ein Fan von da ist eine Kurve, neuer Checkpoint. Boah, Double Kill. Komm her. Bam. Gutes Zeug. Sieht er aus, wie hätte Time aus vom Protagonisten her. Gut, ich meine, man kann natürlich auch ändern. Man kann natürlich auch mit dem Teufelchen spielen. Ich halte jetzt nur die ganze Zeit die Magierin, weil die halt einen relativ weitreichenden Angriff hat. Das ist ganz angenehm. Da muss man nicht hoffen, dass der nächste Angriff den Gegner hit trifft und der Gegner einen nicht. Sondern kann die einfach spammen. So, und was mache ich mit dir? Hoho, doch, hohoho. Du klingst wie Mickey Maus, nur böse. Ah, okay. Boss verstanden. Jaha, joho! Ho, Junge! Oh, mein Rücken! Hoho! Einmal noch wahrscheinlich. Wie jeder gute Boss ist er so designt, nach 3 Treffern ist er... Nein, nicht! Wow, okay, 4 Treffer. Mickey Mouse fand ich auch schon immer total ätzend. Besonders, wenn Mickey Mouse dich als Transgender-Tierchen versucht, mit schwarzer Magie zu töten. Dann finde ich es noch schlimmer. Aber ich fand Donald Duck tatsächlich auch immer cooler als Mickey Mouse. Mickey Mouse war immer so, warum ist Mickey so bekannt? Donald ist irgendwie viel cooler. Jaha! Hoho! All Hail the Dark Lord! Habe ich gewonnen? Bosskampf. Vielleicht sind es 3 Treffer, nur du schlägst nicht fest genug zu. Ich mache wahrscheinlich einfach nur einen halben Trefferschaden. In diesem Augenblick rief Jack erneut nach den Kindern. Der schwarze Mann kam mit den Seelen zurück, die ihm zur Durchführung seiner finsteren Pläne noch fehlten. Einigen war es jedoch gelungen zu entkommen. Sie irrten am Rand des Totenreiches umher. Alicia und Greg mussten diese Seelen wiederfinden, um sie zu erlösen und um dabei auch die Pläne des schwarzen Mannes zu durchkreuzen. Also einmal haben wir den schwarzen Mann schon besiegt. Das schaffen wir bestimmt auch nochmal. Ah ja, genau. Und storytechnisch geht es quasi darum, das habe ich halt noch gar nicht erzählt. Ja, das Spiel hat eine Story. Wir sind, also mein kleines Teufelchen und die Magierin, die heißen Greg und Alicia. Und wir waren Teil eines Kindermobs, also einer Kindertruppe, die davon gehört hat, es gibt ein Haus im Wald, das ist voller Süßigkeiten. Alle laufen hin, Greg und Alicia streiten sich allerdings die ganze Zeit und weil sie sich streiten, laufen die anderen halt vor, laufen in das Haus rein und als Greg und Alicia hinterher kamen, sehen sie gerade noch, wie dieser schwarze Mann, also dieser Type, dieser Kürbis mit schwarzem Mantel, die ganzen Kinder irgendwie versteinert hat und ihnen die Seelen geraubt hat. Und wir jagen diesen jetzt. Oh Gott. Und wollen natürlich unsere Freunde retten. This is the plan. Und wenn bösartige Gargoyles gegen uns fliegen, tut uns das weh. Also alles tut uns weh. Jeweils immer ein Treffer und das war's. Schlussimus, Ende Gelände.
Komm schon. Wie gemein, ne? Finde ich auch nicht okay. Aber ich meine, er ist der schwarze Mann, also. Der ist ja quasi prädestiniert dazu, sowas zu tun. Der böse Bub. Ich wette, am Ende ist es wahrscheinlich einfach nur ein... Keine Ahnung, irgendein Typ mit Maske. Wie bei Scooby-Doo. Oder ich habe zu viel Scooby-Doo gespielt, das kann natürlich auch sein. Kamera auch wieder on point. So, noch viel Spaß. Ich verabschiede mich für heute. Hab sau viel gehört. Alles klar. Dann bekipp dich mal ordentlich und versuch morgen keine Kopfschmerzen zu haben, wenn ich weiterspiele. Cassabine heißt auf Deutsch so viel wie keine Lust, einen Namen zu nehmen. Fairer Punkt. Vor allen Dingen, weil das Spiel im Englischen, im Englischen heißt es Spirits and Spells. Was jetzt auch nur geringfügig besser ist. Aber ja. Übrigens, wenn ich mit meinem Teufel versuchen sollte, Eis zu berühren, sterbe ich. Und Geister sind auf Eis auch sehr schwierig zu sehen, wie ihr gerade gesehen habt. Oder auch nicht gesehen habt, keine Ahnung. Geister sind auf jeden Fall pfui. Bonk, da ist einer. Easy peasy. Oh, da war eine Seele. Die habe ich auch kaum gesehen. Spoopy. Komm jetzt hier. Kann ich dich... Du tust wahrscheinlich weh, wenn ich gegen dich laufe. Von daher lasse ich das einfach mal. Wenn man auf Eis rutscht und springt, hat man danach auch keine Möglichkeit mehr, seine Richtung zu ändern, in die man fliegt. Fun Fact. Und wenn man alle Leben verloren hat, spielt man das Level nochmal von ganz von vorne. Auch ein Fun Fact. Ah. Und das ist auch einer der geilsten Gegner, ist einfach ein fetter Vogel, der die ganze Zeit irgendwo runterfällt. Und wenn er dich trifft, tut's halt weh. Was ich ein bisschen schade finde, er tut halt auch weh, wenn er gerade wieder nach oben fliegt. Das macht eigentlich keinen Sinn. Aber abseits davon, top Gegnerdesign. Liebe ich. Richtig gutes Zeug. Hua! Wo ist der andere? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da? Nein. Da? Nein. Wo bist du? Da? Nein. Ja? Doch. Doch, ich glaube, da war er. Eis, ey. Furchtbar. Warum habe ich hinter mir gerade einen Löwen gehört? Ach, das sind die Bäume. Ravre. Ravre. Du Tier. Okay, theoretisch müssten wir fast durch sein. Wir haben das Ganze ja schon mal gespielt. Oh boy. Weißt du, ist mir gerade egal. Ich will eigentlich nur das Level schaffen. Abgang. Ha, Seele gekriegt. Nice. Ich weiß auch gar nicht, ob man irgendwas Besonderes kriegt, wenn man genügend von diesen kleinen Seelen gesammelt hat, aber das ist halt unsere Aufgabe. Also, tun wir mal. Es hat sicherlich irgendeinen Sinn, irgendeinen tieferen Sinn. Und der wird sich bestimmt uns auch irgendwann erschließen. Nur noch nicht jetzt. Solange du deinen Spaß hast. Ui!
Okay, das war knapp. So, was haben wir hier? Wir haben einen Checkpoint, der mich erschreckt. Sehr gut. Wir haben hier oben auch noch eine Seele, die ich irgendwie nicht erreicht habe. Und eine Hexe. Gut, ich lasse die Seele einfach mal links liegen. Ich denke mal nicht, dass wir die brauchen. Bin jetzt einfach mal blauäugig. Bläugig. Ah, Leggy Popelli. Hui, hui, hui. Schnelle Skelette sind schnell. Ach ja, egal. Gute Nacht, Hexe. Jorena, moin. Stammt hier von die Idee bei Mario Odyssey, den... Wow, den... Hut zu werfen, schaut fast aus. Ich meine... Möglich, ja. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, das wäre mir... Fände ich ein bisschen interessant, dass dieses Random Game vom GameCube irgendwie dafür gesorgt hat, dass Entwickler bei Nintendo sich denken, lass mal Mario dazu bringen, dass er den Hut wirft. Gute Idee. Also ja, möglich schon. Allerdings unwahrscheinlich. Ah! Scheiße. Der Chat hat schon fast was... Aber das meinte Mario tatsächlich eben auch, dass es irgendwie an Head in Time erinnert. Tschüss. Das kann natürlich sein. Ich habe von Head of Time, ich weiß, dass es das gibt. Aber ich habe es halt tatsächlich nie gespielt. Oh Gott. Ich weiß, dass es gut sein soll. Aber das war es auch. Kabonga. Licht, please. Komm doch kurz vor Odyssey. Ich traue mich nicht zu bewegen. Ich sehe nichts. Ich glaube, das war haarscharf an der Kante. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bloß weg hier. Licht, Licht, Licht. Checkpoint. Oh yeah. Den Point habe ich gecheckt. Was war das für komische Geräusche gerade? Oh mein Gott, Leck! Oh, oh! Brauchst gar nicht wie so ein Frosch aus der Wäsche starren. Ha, ha, ha. Hallo, Kumpel. Mein seelisches Seelenanimal. Spirit Animal, was heißt Spirit Animal eigentlich auf Deutsch? Seelentier. Ich denke nicht. Noch ein Checkpoint. Gutes Zeug. Oh, du schon wieder. Oh, Junge. Zeit zu sterben. Ich kann durch den Boden gucken. Joho! Krafti oder so kenne ich wohl. Das klingt ja noch schlimmer. Ich sag einfach mal, es gibt dafür im Deutschen kein gutes Wort. Weil es einfach nicht gut klingt. Bleiben wir bei Spirit Animal. Dieser Vogel ist mein Spirit Animal. Verdammt. Zu weit weg. Halbes Kingdom Hearts mit Mickey. Vielleicht hat Kingdom Hearts auch die Idee von dem Spiel genommen, Final Fantasy Charaktere mit Disney Charakteren zu verbinden. Einfach nur, weil sie Castlevania gespielt haben, beziehungsweise Spirit and Scrolls. Die Möglichkeit besteht, sie ist nur relativ gering. Doch! Wer bist du eigentlich und... Nein, das war mein letztes Leben! Ich bin nicht glücklich. Scheiße!
Nein! Nur weil ich auf Tuchfühlung gehen musste. Typ. Mach doch einfach nochmal. Doing. Okay, dieses Mal einfach ohne sterben. Ich finde, das klingt nach einem guten Plan. Dann gehen wir einfach mal hier lang. Gehen wir mal hier so rauf, ne? Gehen wir hier so hin, ne? Und dann nach oben. Und nach uns die Sintflut. Lass mal Skelette vorbei. Alles easy, popeasy. Und jetzt warte ich, denn ich sehe nichts. Boden, wo bist du? Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird schwarz und sehr undurchsichtig. Raus hier! Läuft irgendwie schneller als eben. Gutes Zeug. Boom, Junge. Katschinga. Noch eins. Oh ja, Leck, Baby. Das war jetzt die schlimmste Leckstelle im ganzen Spiel gefühlt. Bob. Get frogged. Ich mag das Ding. So, dieses Mal ohne Sterben geschafft, versuchen wir das Ganze einfach noch mal von fern. Oh, Junge, du schon wieder. Ich hab dich nicht vermisst. Zweiter schwarzer Ring der Verwüstung. Verwirrung, hä? Plopp. Schnupperhut, Bösewicht. Headwing Duck. Plopp. Spürt ihr das Adrenalin auch? Ich zitter förmlich. Vor Wut! Ich denke, zweite und dritte Performer auf dem Cube. 2 von 5D ist... Gibt, glaube ich... Hilfe. Gibt, glaube ich, ein paar Mario-Spiele, die in die Richtung gehen. Oder? New Super? Gibt's New Super-Gedöns auf dem Cube? Ich weiß gar nicht. Ansonsten fällt mir noch ein, das ist zwar nicht wirklich ein Plattformer, aber Beautiful Joe gibt es. Das ist, glaube ich, 2.5. Wobei das eher Sidescrolling Beat'em'up ist, würde ich sagen. Mit leichten Jump'n'Run-Einlagen. Ansonsten bin ich gerade tatsächlich ein wenig überfragt. Keine Ahnung. Vor Wut, dass es nicht noch kälter ist? Richtig. Hast mich verstanden. Kommt man sich, oder? Ja, genau, das habe ich auch mal gesehen. Ja, genau. Der Seelen schreckte den schwarzen Mann auf. Voller Wut auf diese Unruhestifter, die ihm seine Pläne zunichte machten, beschloss er, Jack wiederzufinden und ein für allemal aus dem Weg zu räumen. Mhm. Aber ich habe Jack nur befreit. Der Typ hat gar nichts gemacht. Like greedy, seriously. Ui! Nein, denk nicht mal dran. Du bist der Frosch. Ah! Oh Gott! Husa! Wait, what? Ernsthaft? Okay, ich springe anscheinend über Spinnnetze.
Manche gehen über Leichen, ich springe über Springnetze. Why not? Holla, die Waldfee! Oh Gott, ich rutsche. Ha! Als Hilfe! Gib mir ein Safe Space. Nein! Atmen. Gut, dass ich nicht da durchgegangen bin. Alter, Hilfe. Sei französisch, ess den Frosch. Sei kein Frosch, ess den Frosch. Lauf, 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 lauf. Hilfe. Und Eis. Oh ja, Eisphysics und eine Schräge. Ich liebe es. Badabababababa. Ah, ah! Dieses Spiel ist ein Arsch. Hallo? Gib mir Fee. Los. Nö, 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 nö. Oh Gott, reicht das? Das war knapp. Reicht aber. Okay, runter und Abgang. Im wahrsten Sinne des Wortes. Geht ab, Alter. Verdammt. Okay, gut, dass ich eine Fee hatte. Leider hat mich das Ding getroffen. Ey, das ist teilweise echt stressig, das Spiel. Okay, nicht bremsen, laufen. Oh ja, Checkpoint. Oh, oh, oh. Alter, das ist ja... Da ist schon ein bisschen eklig. Eklig, schwieriglich. Natürlich. Der Boden gibt nach. Ich brauche euch gerade eigentlich gar nicht, um ehrlich zu sein. So, was wollt ihr hier von mir? Ah, verstehe. Kann ich euch auftauen? Nein, das passiert wahrscheinlich von alleine und dann muss ich euch so setzen. Oder kann ich euch einfach... Yay. Ich wollte gerade fragen, kann ich euch so setzen, dass ich über euch drüber springen kann? Aber da war ich... War ich leider schon unten. Sowas aber auch. Alter, das kann nicht dein Ernst sein. Jesus Maria, ey. Okay. In der Theorie ja. Praktisch Hilfe. Hier muss ich nicht mal was machen, habe ich das Gefühl. Ich kann eigentlich einfach weiter. Zum nächsten Checkpoint. Was gut ist. Oh mein Gott, da hinten sind was?
Nicht gut. Dann sind zwei Leben. Die hätte ich schon ganz gerne, vor allen Dingen, weil ich nur noch eins habe. Und wenn ich jetzt sterbe, habe ich verloren. Das ist ein bisschen schade. Pardon. Stopp, Dämon. Okay. Verdammt! Ja gut. Ich würde sagen, aber ich mache für heute erstmal Schluss und mache dann morgen weiter. Morgen habe ich auch nochmal 6 Stunden vor mir. Dann können wir morgen in Ruhe weitermachen. Dann werden wir morgen wahrscheinlich auch mit dem Spiel durchkommen, wenn ich mich nicht ganz so doof anstelle. Und vielleicht gibt es ja dann doch nochmal Resident Evil diesen Monat. Wenn wir Glück haben. Wir werden sehen. Oh Gott. Das ist schon ein bisschen stressig, muss ich sagen. Also ich kann mir jetzt so einen ruhigen Abend, kann ich mir jetzt, denke ich, gönnen. Dann lasst mich mal gerade schauen, ob und wo ich euch noch hinschicken kann. Ob noch irgendwas Schönes läuft. Ja, ja. Ich meine, das Spiel ist jetzt zwar so ein bisschen... Bin ich nicht so der Fan von, aber die Spielerin ist ganz nett. Ich schicke euch zu Critty Kitty und ihrem DVD-Stream. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Erholt euch gut oder geht feiern, keine Ahnung, wie ihr wollt. Und morgen, wie gesagt, wahrscheinlich auch wieder so ab 12 Uhr, Pi mal Daumen, werde ich dann gucken, dass ich dann meine restlichen 6 Stunden, die ich noch auf dem Tacho habe, abspiele. Und dann werden wir Cassowin weiterspielen und danach gucken, was als nächstes kommt. Wenn wir durchkommen, das ist dann die große Frage. Ansonsten würde ich sagen, bis dahin alles Gute, angenehme Zeit und bleibt gesund. Tschüss!